Ich wohne genau gegenüber von dem Haus. Und ich kann nur noch abends oder tagsüber mit Spray rausgehen, weil man ist nicht sicher vor denen. Die Menschen im 650-Seelen-Örtchen Peutenhausen in Oberbayern fühlen sich in ihrer Heimat nicht mehr sicher. Nach 4 Einbrüchen und 2 sexuellen Übergriffen durch Asylbewerber ist das Dorf bei Einbruch der Dunkelheit wie ausgestorben. Da traut sich ja keiner mehr abends raus. Die Frauen haben ja alle Angst. Angst, in die Gottesdienst zu gehen. Die Kinder dürfen nicht mehr alleine auf den Spielplatz gehen. Meine ganzen Nachbarn sind der Meinung. Wir haben uns auch alle mit dem Spray bewaffnet.